So, herzlich willkommen zurück zu Quantum Columbrum im achten Part dieses Let's Plays und, oh, wartet mal, ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Das ist natürlich schlecht. Ah, Ton. Ton ist toll. Ja, wir befinden uns jetzt im achten Part dieses Let's Plays. Wir haben im letzten Part den ersten Generator aktiviert. Und ich will mal hoffen, dass das Spiel einigermaßen bei euch für sich ankommt, denn ich rendere gerade das Video vom letzten, also ich rendere gerade den letzten Part live auf meinem Desktop-PC. Ich war zu faul, das auf dem Laptop zu überspielen. Und ja, deswegen hoffe ich mal, Why don't you take a look at those dass das klappt. So, wir können jetzt hier Level auswählen, so wie es ausschaut, ne? Schauen wir mal drauf. Alles klar, so. Gesamt 22% vollendet, also wir haben noch ein bisschen was vor uns, so wie es aussieht. Wir haben den blauen Flügel gemacht und dort irgendwas übersehen. Keine Ahnung. Verwirrung. Und ja. Das verwirrt mich. Ach, hier, das ist nach Flügeln aufgeteilt. Unten sind die Flügel. Und unten sind die einzelnen Abschnitte des Flügels, denke ich jetzt mal. Kann das sein? Ja, das sieht aus wie die Abschnitte, die wir gespielt haben. Alles klar, gut, gut zu wissen. Gut, wir machen jetzt aber mal weiter, ne? Irgendwie. Oder es jetzt weitergehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Good job. You are extremely good. At being redundant. Oh, was sind die Untertitel? splendid. It seems as if the power is starting to come back online. As I still haven't been able to figure out how to get out of here, you'll have to make it to the next generator. Head towards the yellow wing. Okay, genau. Hier war der blaue Flügel, den haben wir ja letztes Mal abgeschlossen. Und hast. Ach so, hier guck mal, hier sind die. Ach, hier, guck mal, hier sind die ganzen Sammlerstücke, die wir eingesammelt haben, ne? Schaut so aus, ja. Das ist ja cool. Und wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich dann in die Replay-Level oder sowas? Ach, will ich jetzt gar nicht gucken. Machen wir aber ein anderes Mal. Wir gehen jetzt in den gelben Flügel. Und ich kann hier nicht switchen, die Dimension. Das ist schade, weil die Bilder werden bestimmt auch lustig. Aber hey, ist egal. Ist ein Typ. Ah, ist eine Katze. Ah, ist noch ein Typ. Naja, alles klar. Machen wir aber nicht so viel Stress hier, ne? Sondern sehen uns aber. Ich sehe mich hier nochmal ganz kurz um, weil hier hinten war ich noch gar nicht. Würde ich mal gucken, ob es hier noch nichts Interessantes gibt. Alles klar. Oh, guck mal, hier ist ein Typ. Sind das wir? Kann das sein? Nee, nee, glaube ich bald nicht. Wir sehen zu alt aus dafür. Okay, in den gelben Flügel. Ich will jetzt erstmal nochmal kurz gucken. Ich gehe nochmal da hoch. So wie es aussieht, scheint es dann nämlich drei Flügel zu geben. Head towards the yellow wing. Ja, ich weiß. Is this the second floor? Has education these days deteriorated that badly? Ich will doch nur gucken. Ich will mich doch nur umschauen. Also, so wie es aussieht, es scheint drei Flügel zu geben. Das heißt, wir haben Level 1 abgeschlossen und jetzt kommt sozusagen Level 2 von 3 oder so. Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach durch, ne? So. Tür geht zu. Hopefully it won't be too much trouble to access the next generator. Das wollen wir doch mal hoffen, dass wir nicht zu viel Trouble machen, ne? Ah, da oben ist auch noch was. And perhaps I can oh. Find a way out of here. This is getting rather ridiculous. Ja, dann geh da raus, weißt du, du kotzt mir an mit deiner, weiß ich nicht, Faulheit. Warum geht denn die Tür nicht auf? Tür? Irgendwie lag das auch gerade rum. Und das sogar auf meinem Kontrollmonitor, nicht nur auf dem Desktop, sondern auch auf dem Kontrollmonitor. In case you are wondering about the pneumatic transportation tubes around the manor, they are filled with the same science juice that is in all the IDS batteries. I was able to extract the base material for the science juice from a undisclosed biological source. Okay, ich will gar nicht wissen, was für eine biologische Quelle du da wieder benutzt hast. Menschen. Sieht ganz schön anders aus hier. Finde ich ganz schön, dass sich das ein bisschen unterscheidet. Sieht irgendwie, hat eine beklemmendere Stimmung, finde ich. Aber es kann uns als Kind egal sein. Ah, guck mal. Da sind Laser. Hoffentlich töten die uns nicht. Checkpoint. Ja, ja, ist klar. Ah, guck mal. Die Zeit wird langsamer. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Oder sterben, weil der Stick wieder zu weich ist. Alles klar. Gut, ich werde mir niemals einen Bart rasieren. Müsste ich heute echt auch mal machen. Ich glaube, ich muss dann nachher mal erstmal meinen Bart rasieren. Okay, jetzt scheint die Zeitlupendimension einzutreten. Die ist auch ganz cool, aber da werden auch einige harte Rätsel kommen. Und jetzt erstmal vorsichtig versuchen durchzukommen, bevor... If only you could see the look on your face right now.
Ja, wünsche ich mir auch. Warum ist das so unscharf? Ich will jetzt sehen, wie es kaputt macht. Able to glean that the time in this next dimension is protracted, causing everything to move in slow motion. Ah, slow motion ist cool. Slow motion ist schon cool. Oh, guck mal, hier ist doch bestimmt nichts versteckt. Schade. Boah, mich macht dieser Zeitlupencharakter, dieses Vintage-Look hier macht mich gerade ein bisschen fettig. Das sieht alles so unscharf aus. Das sieht aus, als hätte ein schlechter YouTuber das gerendert. Oder so. Wow, wow, wow. Muss ich hier runterspringen? Jo. Ah, ich glaube, nee, ich muss hier rüber, oder? Kann das sein? Was klappt doch nicht, oder? Pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of Fick dich! Mit deinem Landscape-Hopping. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Oh, cool. Ich kann die auch so ein bisschen selber auslösen. Jedenfalls war da die Taste gerade dafür. Okay, jetzt aber mach mal. Ja, Alter, ich hasse... Oh, diese Stick-Steuerung. Yo. Und jetzt sterbe ich? Oh, ich war gar nicht tot. Aber ich sterbe mal lieber. Das geht schneller. Perfekte, ironische... Egal. Ironische T-Shirt, ja. Du kannst mich mal deinem... Ich drück doch R1. Ist doch R1, oder? Ja. Man muss immer mal... Ich muss mal beim PlayStation-Controller auch gucken, wo die Tasten sind, weil man den ja so wenig benutzt. Apropos PlayStation. Ich habe jetzt auch mal von einem Kumpel God of War 3 zugeschickt bekommen. Ist, glaube ich, schon anders weiter, ja. Pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of quantum fields. Ja, du mich auch. Oh, jetzt bin ich nicht... Oh, jetzt bin ich wieder von diesem Safe runtergefallen, yo. Und God of War ist ein richtig lustiges Spiel an sich. Und warum blendet ihr mir das Erz-1 ein, wenn ich es eh nicht nutzen kann? Schweine! Und wie gesagt, das ist ganz lustig, aber ich bin gerade an so einer Stelle, die ist scheiße schwer. Und da habe ich gerade... Kannst du mir mal dann Quantum Fields... Yo. Alter, komm, ich bin... Oh, ich hab... Ah, wir kommen mit jedem Mal ein Stück näher. Jetzt erstmal sterben lassen, weil... Alter, jetzt kann ich nicht mehr sogar unfähig, mich sterben zu lassen, yo. ja, aber es ist teilweise richtig schwer, dieses God of War. Lob dir gar nicht, du. Ich bin gerade, für die Leute, die es interessiert, an welcher Stelle ich gerade hänge, ich bin im Hades. Und, pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of quantum fields. Und bin im Hades und bin da jetzt, glaube ich, kurz vorm Abhauen und muss da die drei Prüfungen von irgendwas bestehen, um da wieder rauszukommen. Und da kommen halt so viele Haufen Gegner und die wollen mich alle töten und so ficken. Not entirely sure where Desmond is in this area. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Aber ich habe das Gefühl, ich muss da erstmal rüber, oder? Oder warte mal, die Dolly hier spuckt jetzt auch irgendwas. Zeitlupe. Aber das ist auch cool, mal zu sehen, wie das so Zeitlupe so rauskommt. Ah, alles klar. Da kommt eine Kiste raus und ich brauche was Schwereres. Ich brauche was Schwereres als diese Holzkiste. Dammit. Oh, cool. Oh, Laser. Laser sind nicht cool. Weiß nicht, ob das jetzt klug ist. Ah, nein. War nicht klug. Ei, je, mini, das ist ja ziemlich schwer, ne? Und deine Träume verwirklichen, außer du wolltest schon immer allein in einer Villa sterben. Ich wollte meine Träume noch verwirklichen. Ach, ficken. Alles klar. Naja, zumindest weiß ich jetzt, was zu tun ist. Not entirely sure where Desmond is in this area. Ah! Was mir an diesem Level hier jetzt gerade so ein bisschen ankotzt, ist immer dieses Warten. Dieses Warten darauf, dass die Zeit anhält. Das ist immer das, was mich an Spielen noch ankotzt. Das kennt ihr bestimmt auch. Dieses Warten immer, das ist so schlimm. Oh. Ja, sometimes. Oh, not sometimes. So, wir sind drüber. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt, mach ich mal die Tür auf. Checkpoint gespeichert. Okay. So, Desmond, geh mal weg. Ich werde dich jetzt aber mal dahin schieben. Cool, jetzt macht er alles schwerer. Und erstmal, dass da wieder draufstehen, weil ich befürchte, sonst komme ich nicht raus, ne? Genau. Gut, jetzt muss ich natürlich... Ah, Laser. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich
immer dann. Fick! Oh, fick! Immer dann springe, wenn. Das hier alles in der Heavy Dimension ist, weil wenn es nicht Heavy ist, jetzt wollte ich sehen, was hier kommt. My pet pug. He was either extremely brilliant or possessed with the intelligence of a Brit. Cool. He would also eat pretty much anything shiny. Komm ich hier so rüber? Ah, hier komme ich so rüber, alles gleich. So, werf das Ding mal rüber. Mach die Bucht auf. Alles klar. Wir haben es geschafft. Wieder ein Level abgeschlossen. The first building raised on Quadrangle land wasn't much to look at. Ja. But I can assure you, the pipework was something impressive. Die Rohrleitung. Ja, das sieht aus wie cool. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach runter ins Meer fällt. Und in dem Fall wäre das echt faszinierend, ne? So, hier ist Metall. Cool. Metall. Metall ist cool. So, ist hier noch was versteckt? Man muss ja immer gucken, ne? Man weiß ja nie, wo diese Spieleentwickler was verstecken. Weiß ja nie. Guck mal, jetzt sieht man das Haus im zweiten Stadion. Over the years, the Quadrangles expanded their living quarters. Though I should add that at this point, no one in the family had been exposed to any significant quantities of radiation. Okay. Alles klar. Ich persönlich mag ja diese Zwischengeschichten. Tragen zwar nichts zum Spiel bei, aber hey, machen das Ganze ein bisschen lebendiger. Und jedes Spiel wird besser, wenn es lebendiger ist. Oder so. Oh, es liegt aber schon ganz schön bei euch, oder? Das ist jetzt nur für diesen Part versprochen. Have I mentioned that the manor requires a lot of ventilation? Wie gesagt, ist nur für diesen Part. Ist nur für diesen Part, danach ist das Rennen dann hoffentlich abgeschlossen. Aber ich will euch ja heute noch den Part gönnen, ne, der von gestern. Ja, vielleicht. So, okay, das ist jetzt relativ easy hier. Guck mal, hier ist ein Typ mit Knopf. Und jetzt guckt er auf die Uhr. Hier ist ein Tisch. Nehmen wir an, mit dem müssen wir gleich reiten. Hier ist nichts. Cool. Alles klar, dann Tisch, komm her. Ach du Scheiße. Ich glaube, das hatte ich auch mal in der Demo. Das Level hier. Das kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor. Oh, hier ist ein Vieh. Was für ein lahmes Versteck. Step. Was? Step? Okay. Oh, now. Ja, Gott sei Dank ist hier Zeitlupe. Ja, ich glaube, das habe ich mal in der Demo gespielt. Von daher weiß ich auch noch relativ, wie das hier geht. Wow, Waffe. Ah, ich glaube, ich muss hier wechseln. Erstmal Übersicht verschaffen, jo. Ah ja, der Abschnitt, der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, ne? Wo muss ich hin? Da, safe. Puh, gute Sache. Na, Gott sei Dank hält das Ding hier auch immer passend dran. Okay, next. Oh Gott, noch mehr Tische. Jo. Wo muss ich hin? Da. Auf die Dinger drauf. Ach, dammit. Da hätte ich vielleicht nicht springen sollen. Egal, wir werden niemals auf den Kabelservice warten. Das ist gut. Ach ja, da muss ich an meinen Kumpel denken an der Uni, der sich einen Telefonanschluss geholt hat. Bei irgendeiner Firma, dessen Namen ich jetzt gerade auch nicht mehr weiß. Und der Mann von der Internetgesellschaft, der das Kabel legen wollte, kam und hat das Haus nicht gefunden. Ah, scheiße. Und hat das Haus nicht gefunden. Das ist natürlich schlecht, ne? Ah, besser überleben werden, als du gerade bist. Oder besser gesagt, du wirst in nichts besser werden, als du jetzt bist. Ja, so sieht's aus. Das ist natürlich fies, ne? Wenn der Mann von der Kabelgesellschaft, von der Internetgesellschaft dann deine Wohnung nicht findet, das ist natürlich schlecht. So, den gefälschten Ausweis hatten wir schon mal. Ich habe das Gefühl, ich werde in diesem Let's Play auch noch alle diese Schriften sehen. Mal schauen. So, ich gehe mal auf das zweite Sofa. Oder auch nicht. Ich springe auch am besten dran vorbei. Meine Fresse. Jemand werden, der so sich auslässt. Ach, ist doch egal. Ihr könnt das ja lesen, ihr könnt aber mal auf Pause drücken. Boah, yo, was geht nur mit mir? Ah, ja. So, kommt, da kriegen wir doch hin. Ich bin ja froh, dass die Ladezeiten nicht so lang sind. Bin ich ja echt froh drüber. So.
gehen wir auf das hintere Sofa. Vielleicht erweist sich das hier als vorteilhaft. Oh. Ah, okay. Ich weiß zumindest jetzt, wie ich es am besten mache. Ich werde niemals andere. Ich bin ein Junge, also ein Typ. Ich werde niemals irgendjemandem bei meinem Gewicht lügen, weil Männer wiegen sich nicht. Von daher wird das schon mal nicht eintreten. Da wir uns nicht wiegen, können wir die anderen auch nicht über unser Gewicht belügen, weil wenn wir sagen, wir wissen es nicht, ist das die Wahrheit. Okay. Alright. Okay. Okay. Was? What next? You should be able to fit through. Ja. Oh, war das knapp. Don't forget to breathe. It's an important aspect of life. Ja, das stimmt. Wir sollten das Atmen nach Möglichkeit nicht vergessen. So, und ich denke mal, ich werde jetzt hier noch einen Cut setzen. Eignet sich, glaube ich, gerade ganz gut. Wir schauen aber noch mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, ist ein guter Punkt. Wir setzen hier einen Cut und sehen uns im Westpark wieder. Und dann hoffentlich ohne Lex. Tschüss.